Grüß Gott und herzlich willkommen bei Mürztal Aktuell am Mittwoch. Schön, dass Sie da sind. Gegen den Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiativen Leoben, des Gewerbezentrums und des Logistikzentrums Leoben besteht der Verdacht der Untreue. Seitens der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Stadtgemeinde Leoben hat Leopold Pilsner umgehend vom Dienst suspendiert. Von Seiten der Stadtgemeinde Leoben wurde vorübergehend ein Wirtschaftstreuhänder mit der Fortführung der Geschäfte betraut. Für Leopold Pilsner gilt die Unschuldsvermutung. Themenwechsel. Aus der Werbegemeinschaft Bruck wurde vor kurzem der City Club und der präsentiert sich auch im Internet. Hier wurde eine Seite für Wirtschaftstreibende eingerichtet. Eine Maßnahme mit Zukunft. Unter www.wirtschaft-bruckmur.at präsentiert man wichtige Betriebsdaten der Unternehmen. Online ging man aus einem bestimmten Grund. Ja, wir merken natürlich, dass die Leute immer mehr online schauen, Informationen einholen online und die alte Datenbank, die es ja schon gegeben hat seit den 90ern, war einfach veraltet. Es gab keine genaue Suchfunktion, es gab kein Google Maps, man konnte zum Beispiel nicht mittels GPS die Betriebe finden und das haben wir jetzt alles aufgearbeitet und sind gerade dabei, auch die Daten zu aktualisieren, weil auch hier sind schon veraltete Daten aufgetaucht und wir arbeiten daran, dass das wieder alles aktuell wird. Man hat seitens des Cityclubs auch die Einkaufsgutscheine eingebaut. Die Einkaufsgutscheine sind hier direkt bei der Datenbank als PDF zum Downloaden bzw. können online bestellt werden und es sind alle Betriebe, die die Gutscheine verkaufen bzw. einlösen, alle verzeichnet. In der heutigen Zeit passiert schon fast alles im Internet. Auch ein Facebook-Auftritt des Cityclubs ist von Nutzen. Ja, wir wollen natürlich auch eine Gruppe ansprechen, die nicht so klassisch Prospekte sammelt oder durch die Geschäfte spaziert, durch die Innenstadt spaziert. Sprich, Facebook ist ja nicht mehr für die ganz Jungen. Facebook ist ja in der Zwischenzeit schon mehr ein Medium für 30-, 40-Jährige. Und diesen Bereich wollen wir ganz gern ansprechen. Zeichnungen auf der Haut, sogenannte Tattoos, finden in Österreich immer mehr Freunde. Fast kein jugendlicher Körper, der nicht mit so einem Schmuckstück versehen ist. Und sei es an den ausgefallensten Stellen. Viele Menschen aller Altersstufen wollen sich nach außen bemerkbar machen. Manche tun das mit einem Tattoo. Sie kehren sozusagen ihr Innerstes nach außen. Das kann Freude ausdrücken, Trauer, Leid kann das ausdrücken. Das kann auch Sachen, was einem wichtig ist im Leben. Also die Beweggründe sind verschieden, sage ich einmal. Es gibt bestimmt so viele Gründe, wie es Motive selber gibt. Es gibt natürlich die kleinen Tattoos und dann gibt es ja, man kann fast sagen, die Ganzkörpertattoos. Wer lässt sich sowas machen? Also das ist wieder unterschiedlich. Das ist von Lehrling, sage ich einmal, weg bis auf Geschäftsinhaber, Selbstständige, was das sind. Ich habe auch Notare, habe ich da, jeder. Was ist eigentlich der Grund, dass es zu einem solchen Boom gekommen ist? Also mit der Grund möchte ich schon sagen, dass die Qualität in den letzten 25, 30 Jahren so enorm angestiegen ist oder was. Dass das ist, dann will ja jeder was Individuelles drinnen haben und man ist einfach nicht gleich wie alle anderen halt. Ne? Das, auch wenn viele Leute tätowiert sind, aber es hat ja jeder was anderes drinnen von den Motiven her. Und es sind Sachen möglich, was wirklich undenkbar gewesen ist, gell? Vor Jahrzehnten oder was. Sind mehr Frauen oder mehr Männer? Eigentlich würde ich fast sagen, Frauen, momentan überwiegen fast die Frauen, sage ich mal. Was muss man können, um zur Anfertigung von Tattoos berechtigt zu sein? Also in erster Linie sollte man mal gut zeichnen können und tätowieren selbstverständlich auch. Dann ist ja Hygienekunde, was ist, die Hautbeschaffenheit, was zu machen ist, das kann man auf der Wirtschaftskammer machen und dann hat man ja eine theoretische, eine praktische Prüfung ist zum Anlegen und dann geht's schon los dann. Muss man ein solches Tattoo nun sein Leben lang an seinem Körper haben? Also es kommt immer wieder vor. Ich frage natürlich noch immer, ob das sicher ist, dass es haben will. Nein, natürlich in der Zeitpunkt sind sie ja schwerstens überzeugt davon, dass das für immer ist. Oft einmal dauert es nur 2-3 Monate, bis sie wieder da sind. Zum Überdecken geht es schon, aber es ist je größer und dunkler das Tattoo ist, umso schwieriger wird es zum Überdecken. Deswegen heißt es ja immer, sink before you ink. Ne? Haustiere sind der Österreicher liebstes Anhängsel. Und hier zählt die Katze wohl zu den beliebtesten. Man kuschelt halt gerne und da sind ja gerade Katzen sehr anschmiegsam.
Eine Katze besitzt man nicht, man teilt sich eine Wohnung mit ihr. Man ist sozusagen ihr Bediensteter Zeit ihres Lebens. Doch was macht die Faszination aus? Was macht die Katze als Haustier so beliebt? Also ich denke, es gibt mehrere Ursachen dafür. Einerseits liegt es, glaube ich, daran, dass es viele Single-Haushalte gibt, bis sie viele Wohnungen haben oder beide, also Mann und Frau, arbeiten müssen. Und Katzen lassen sich dadurch doch deutlich einfacher halten, als das bei Hunden der Fall ist. Man kann zum Beispiel als Unabhängiger, man kann eher auf Urlaub fahren. Wenn man jetzt wenig Zeit hat, viel arbeitet und dann nimmt man sich zwei Katzen, ist man relativ, kann man sie trotzdem sehr gut artgerecht halten und ist ja relativ flexibel. Von der Freizeiteinteilung noch. Zusätzlich suchen die Katzen auch die Nähe zum Menschen, aktiv die Nähe zum Menschen und sind so doch also ein guter Kumpan, guter Lebensgefährte. Sie sind ein guter Lebensgefährte, aber andererseits ja, glaube ich, auch recht eigensinnig. Das heißt, eine Katze besitzt man nie, eine Katze gewährt man quasi Unterkunft, oder? Ja, stimmt, so ist das, ja. Das liegt daran, dass die Katzen, also Hunde haben eine ganz andere Sozialstruktur, dem man eine Hierarchie, und bei Katzen ist das nicht so der Fall. Das heißt, die sind wesentlich unabhängiger. Jeder, der eine Katze kennt oder eine Katze gehabt hat, weiß, dass man sich da nicht so viel erwarten darf in puncto Erziehung. Die meisten sind schon zufrieden, wenn sie beim Essen nicht auf den Tisch bringen. Also Erziehung, also ist sicherlich ganz eine andere Sache, ja. Wenn man sich jetzt eine Katze zulegen möchte, worauf muss man achten? Prinzipiell sollte man sich zuerst einmal überlegen, ob man die Möglichkeit hat, eine Katze zu halten. Vor allem, ob man eine oder ob man zwei oder mehrere haben will. Wenn man jetzt den ganzen Tag berufstätig ist, sehr wenig Zeit hat und eine reine Wohnungskatze hat, ist der natürlich langweilig. Wenn sie den ganzen Tag eingesperrt ist, dann wäre es auf jeden Fall besser, wenn man sie eine zweite nimmt. Und natürlich auch ein bisschen die Wohnungssituation, wenn es sehr, sehr beengt ist, sollte man das dementsprechend halt anpassen. Weiters muss man vielleicht bedenken, es sind doch ein bisschen Kosten, auch wenn es deutlich günstiger ist als für ein Hund, hat man doch Kosten, die davon zukommen. Es sind eventuell Tierarztkosten, Futterkosten, Impfungen, die vielleicht sind. Das sind ein paar Dinge, die man beachten muss. Sie sind das beliebteste Haustier der Österreicher. Und wer einmal in ihre schönen Augen geblickt hat und ihr beruhigendes Schnurren vernommen hat, weiß warum. Waisenblasen am Grünen See am 2. August mit Beginn um 14 Uhr. Rund um den Grünen See können Sie Darbietungen von mehr als 20 Sänger- und Bläsergruppen aus Ober- und Niederösterreich und der Steiermark erleben. Ein Shuttlebus steht allen Besuchern zur Verfügung. Ein Taxibus wurde eingerichtet von Bruck zum Grünen See. Abfahrt am Brucker Hauptplatz um 13 Uhr, Rückfahrt ab Grüner See um 18 Uhr für 20 Euro pro Person. Anmeldungen unter der Telefonnummer 038 62 55 500. Für den eigenen BKW sind Parkplatzmöglichkeiten vorhanden. Waisenbläser am Grünen See am 2. August mit Beginn um 14 Uhr. Heute war es den ganzen Tag über trüb und es regnete immer wieder, vor allem im Süden unseres Landes. Trotzdem war es drückend heiß bei 26 Grad. Morgen Donnerstag gibt es weiterhin dichte Wolken und es regnet teils kräftig. Auch Gewitter begleiten uns morgen den ganzen Tag über. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad. Zum Schluss noch ein Schmankerl aus der Türkei. Da will der Vizepräsident jetzt den Frauen das Lachen in der Öffentlichkeit verbieten. Er ortet hier einen Verfall der Moral. Also ich orte hier einen Verfall der Fröhlichkeit und finde diese Forderung einfach lächerlich. Noch einen schönen Abend, bis morgen. Wiederschauen.